Die Nachricht der Woche ist, der Fernsehturm soll ab Mitte 2015 wieder geöffnet werden. Das hat Stuttgarts OB Kuhn mit dem SWR klargemacht. Ganze 1,2 Millionen kosten die Umbaumaßnahmen, die den Brandschutz im Turm verbessern sollen. Und was die Stuttgarter zu dieser News sagen, das haben wir hier für euch zusammengefasst. Ja, also ich find's cool, dann kann man auch mal ein bisschen was von oben angucken, Stuttgart von oben. Ja, ich find's lohnt sich, weil es wird ja auch wieder Geld eingenommen dadurch, ja. Also jetzt momentan gerade mit dieser Clubszene sollte eher da das Geld investiert werden, weil die ist gerade echt am kaputt gehen. Also ich finde es auch gut, dass er wieder eröffnet wird, weil das war so Wahrzeichen von Stuttgart und dann konnte man da nicht mehr drauf. Und als ich oben war, das ist auch echt eine gute Aussicht. Also ich finde es echt gut, dass er wieder eröffnet wird. Also mir ist es eigentlich persönlich egal. Also gut, für Stuttgart 21 hat man auch viel Geld ausgegeben. Kann man auch dafür Geld ausgeben, die paar Millionen. Ich finde es schön, auch für Leute, die nicht aus Stuttgart kommen, da hochzugehen. Da sieht man den Ausblick, finde ich schön. Da kann man ja auch, glaube ich, drin essen, Restaurant. Ich finde es einfach auch was Schönes auch so. Von Stuttgart her. Nein, ich finde das nicht gut. Einfach, ich finde es einfach nicht gut. Ich würde es für was anderes nutzen. Zum Beispiel für, nein, vielleicht für hilfsbedürftige Kinder oder so. Das war David Rau für Stuggi TV News.